Meine lieben Monkey Island-Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir sind hier kurz vorm Ende der Geschichte tatsächlich. Und wir müssen auf die Achterbahn. Ne? Und das können wir natürlich nicht machen, wenn wir hier so ein kleiner Furzknoten sind. Wir können es gerne mal probieren hier. Ne? Hier gucken wir mal ganz kurz hier. Schild. Du musst so groß sein, um auf der Achterbahn mitfahren zu können. Und so groß sind wir tatsächlich nicht, ne? Also passen wir drunter, ne? Wir können es mal probieren, wir schleichen uns mal rein. Nichts da! Dieses Fahrgeschäft ist nur für große Kinder! Ich bin ein großes Kind! Na gut, okay. Aber was haben wir hier? Snowcorns, wahrscheinlich Snowhörnchen. Wie ist nochmal? Da steht Schneehörnchen. Okay, wie gesagt, da habe ich letztes Mal schon gesagt, bei dem kreisende Fliegen, ne? Gucken wir uns den mal an. Geht. Dann quatschen wir mal an. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so... einmalig, dass die meisten vollkommen ungenießbar sind. Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett. Welche mit Mett? Kalte Hörnchen, alte Hörnchen, schöne Hörnchen mit Leim, Hörnchen mit Schleim, Hörnchen zum Lecken, Hörnchen, die schmecken, Hörnchen aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen mit Schweiß, Hörnchen mit Mais, Bierhörnchen, Tierhörnchen, Vierhörnchen. Und zu Weihnachten, ho, 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 frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Also jetzt, wo ich das alles gehört habe, bin ich eigentlich weit davon entfernt, mir ein Schneehörnchen zu bestellen. Wir probieren mal ein einfaches. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Na, tschüss dann. Tschüss. Sah elegant aus, wie er es gemacht hat. Also das muss man sagen. Pfeffermühle. Es ist eine große Pfeffermühle. Können wir uns die mal leihen? Okay. Schild, Schneehörnchen. Denn ihr habt es vielleicht schon rausgekriegt, meine lieben Leute. Wir müssen uns natürlich was machen. Ne? Anti-Kater-Mittel. Wir haben zwar nicht wirklich einen Kater, wir haben vielleicht... haarig. Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen Meringue. Das Ei drin, wissen wir. Diese Meringue sieht lecker aus. Und ein bisschen Pfeffer. Das sind die drei Rezeptzutaten. Ihr erinnert euch, ne, an Rübefrei. Pfefferte, ne? Hund gebissen, Ei und Pfeffer. Und jetzt würde ich sagen, ne, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und rein damit. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Ja, dann. Oh, Gefrierbrand! Guybrush! Kapitel 6. Guybrush räumt mal wieder auf. Guybrush kicks butt once again. Okay, er tritt wieder ein paar Ehrschöne, das... Schön, zu spät zum Aussteigen. Ich hab die Ausfahrt verpasst. Scheiße, steig mal hier mal aus. Oh. Ah. Sind sie? Wo sind sie? Ja, die sind irgendwo, werden sie sein. Pass mal auf, wir gucken uns jetzt mal. Das ist Captain Marley. Ah, okay, das ist das Dynamo Af Electric. Genau, da hatte LeChuck uns von erzählt. Das ist Captain Marley, Elaines Großvater. Genau, Dynamo Af Electric. Ne, hier haben wir. Das ist Rum Rogers, ne? Hat auch einen Rum wahrscheinlich in der Hand. Es ist Rum Rogers Senior, wie er zu Lebzeiten war. Oh ja, mein Rumfass. Können wir das eventuell mal leihen? Cool, sagt er einem. Das ist hier, ne, Rapscallion, den Koch. Es ist Rapscallion, der vergessliche Gastwirt der Würstchenbude. Genau, der hat mit das Gas angelassen und ist die ganze Scheiße in die Luft geflogen. Und wir haben ihn dann wieder zum Leben erweckt mit dem Voodoo-Mittel der. Wen haben wir hier? Ach, das ist der Lümmelin-Lümmelin-Lümmelin. Elaine? Ah, Treefoot, du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Sie sind froh. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Ja, am Ende. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann.
will mal ganz kurz was testen, weil das kommt eigentlich erst zum Ende des Spiels, aber... Autsch! Au! Ich hab's schon wieder zu verpasst. Spät zum Aussteigen. Ich war gerade so fasziniert. Ich glaube, wir haben... Was sind wir denn hier? Okay. Ich glaube, da habe ich einen Soundfall, der fehlt. Normalerweise, wenn er so rumtanzt, da gab es, glaube ich, immer irgendeinen Sound. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht täusche ich mich aus. Was ist das? Dynamo Af Electric TM. Genau, das hatte er gesagt. Er hat von Af Electric gesprochen. Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Seemann? Was haben die... Seemann? Ich denke, der ist für Reinhold Messner gefährlich, aber doch nicht für... Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall hier das Fass klar gemacht und das werden wir jetzt mal hier benutzen. Das kann man nämlich hier benutzen. Okay, und dann gehen wir wieder. Wir haben noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Aber das Fass war schon mal wichtig, dass wir das schon mal klar gemacht haben. So, jetzt darf ich nicht wieder sämtliche Züge verpassen. So bin ich halt, aber ich... kommt jetzt gerade einer? Komm rein. RIP, ne? Rest in Peace, ne? Ja, das sind auf jeden Fall... Ich habe den Wagen verpasst. Ich habe doch rechtzeitig draufgedrückt. Hey, Guybrush, Alter, du bist ja langsamer als ich. Ich bin der alte Sack hier. Na gut, die Nächsten kriegen wir. Oh. Schon wieder. Ja, du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Ja. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Ach, das ist klar. Ah, sie wird noch mein Tod sein. Mal lieber. Verflucht nochmal. Ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Ja, geht uns genau. Frisst den Flammentod, Threepwood. Jetzt will ich nur mal ganz kurz gucken, ob das jetzt funktioniert. Dafür wirst du bezahlen. Gesundheit? Schlechter Zug, Sweetwood. Oh. Autsch! Au! Okay, jetzt mal raus. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Oh, guck mal, das ist Herman Toothrod. Das ist zwar Dynamo Af Electric, aber es ist Herman Toothrod. Ne, wir haben ihn das ist ein mechanischer Herman Toothrod. Genau, wir haben ihn auf Monkey... gefallenes Seil, sagen wir mal ein. Wir haben ihn auf Monkey Island getroffen, ne? Das war... Hier ist der dreiköpfige Affe, ne? Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe hinter dir. Oh, ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Wie hieß er denn noch? Leichnam, genau, das war ein Typ, der sich erhängt hat. Den mussten wir auch irgendwie klark machen. Es ist der verrottende Kapitän aus Herman Toothrods Schiff. Genau. Oh nein, es ist LeChuck. Threepwood, ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Wo ist das Pfeffer? Pass mal auf, Alter, ne? Das wirst du bereuen. Gesundheit? Schlechter Zug, Threepwood. Verdammt! Autsch! Au! Okay, aber hier brauchen wir eigentlich gar nicht mehr raus. Wir haben alles. Wir haben es nicht. Also die Kinder, die haben wir uns noch, glaube ich, gar nicht angucken können. Es ist der Kajütenjunge, der junge Lindy. Können wir mit dir reden? Elaine Marley mit dir reden? Nein. Okay, dann nehmen wir den Zug. Rapscallion, mach gut, Kollege. Wir hatten dich ja beschworen. So, hier müssen wir nochmal raus, auf jeden Fall. Flupp! Okay, guckt euch an, wie die Tatsachen hier verdreht werden. Das ist Wally! Es ist ein Dynamo Af Electric Wally. Igitt, er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Wally, wir holen dich hier raus, Wally. Komm, können wir den... Könntest du bitte dieses lästige Herumschwingen abstellen? Alter! Du kannst auf mich zählen, Wally. Sobald ich LeChuck besiegt, Elaine gerettet und alle Affen freigelassen habe und auf dem Freibeuterkarussell gefahren bin, komme ich wieder und befreie dich. Na, so haben wir uns da auch schon mal dran gehangen, ne? In Monkey Island 2. Ich bin sehr froh darüber, zu den Attraktionen hier zu gehören. Ja, ich auch. Ne? Das ist auf jeden Fall, das ist LeChuck hier, ne? Es ist sehr lebensecht. Diorama. Ich meine, todesecht. Oh.
Der Chuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Streetwood. Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Pass mal auf, oder das Diorama. Wir können nichts machen, bis es Diorama hat. Verdammt. Autsch! Au! Hier fahren wir mal weiter. Wir brauchen auf jeden Fall noch was. Ne? Wir müssen nicht aussteigen. Ne? Wir fahren weiter auf dem Pfad der Verdammten. Ne? Und hier haben wir eigentlich auch alles. Ne? Hier, Hermann Toothrot. Ne? Ach gut, Kollege. Ne? Hier, ne? Alter, guter Hermann. Ne? Ja, das sind ja, im zweiten Teil ist das ein ganz weiser Mann geworden. Ne? Hier brauchen wir auch nichts mehr. Aber ihr erinnert euch vielleicht, im zweiten war er, ne, hat er uns philosophische Fragen vom Allerfeinsten gestellt. Ne? Das war schon, das sucht seinesgleichen. Oh, Wolli, ich würde dir gerne helfen, aber jetzt will ich mir das Diorama angucken. Es ist eine Nachbildung der Folterkammer in LeChucks Palast aus seinen frühen Zombie-Tagen. Okay, kannst du das aufmachen, Laterne? So, und was ist das hier? Flasche mit Öl. Es ist eine Flasche mit brennendem Lampenöl. Okay, das pustest du mal aus. Nimm das dann mal. So, Wolli, ich würde dir gerne helfen, Wolli. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil ich dich beim letzten Mal in LeChucks Schloss zurückgelassen habe, dass ich schwöre, dieses Mal zurückzukommen und dich zu retten. Vertrau mir. Naja, ich weiß nicht. Können wir denn irgendwie... Ich rette ihn, sobald ich LeChuck besiegt habe. Okay. Das heißt, ne, auf den Zettel schreiben, Wolli retten. Wolli, LeChuck, LeChuck, lass uns drüber reden. Er will nicht reden. Okay, hier müssen wir rausfahren. Hier müssen wir raus. Es wird finster und gruselig, vertraut mir. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Öl. Wir haben jetzt hier ein Seil. Ja, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Es ist ein Stück Seil, das in Öl getränkt wurde. Und leicht entflammbar. Das machen wir mal an das Rumfass, ne? Das Rumrotschers, ne? Das ist, cool. Cool, Mann. Denk an all die Möglichkeiten, die da drin stecken. Edmund, komm mal her, mein kleiner Gibrusch. Streetwood. Dann stehen wir hier an der Haltestelle und warten auf den nächsten Waggon. Ne? Das ist Waggon. Aber den nehmen wir nicht. Die Leute, den nehmen wir nicht. Oder doch? Nehmen wir ihn doch. Mehr. Ich habe den Wagen verpasst. Wir haben ihn verpasst. Scheiße, wir haben ihn verpasst. Ich wollte eigentlich nur mal rumfahren. Oha. Oha. Mist, da kommt er. Fuck. LeChuck ist wieder da. Ich werde dich verfolgen, solange es nötig ist, aus dir einen Untoten zu machen. Okay. Kriegen wir hin, Chucky Boy. Mach gut, Alter. Dahin. Auch Lemonhead ist dabei, Halsabschneider Bill, Eddie van Helgen und Haggis McMutton, ein Hühnchen sogar, ne? Und... Lauf, Sterblicher! Aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren! Das ist so unfair. Ja, das stimmt, Mary. Guybrush, Dominic Amado, tolle Stimme, das ist echt, das ist, ihr seht es auch, ne, die haben viele Stimmen, mehrere Rollen gesprochen, ne? LeChuck natürlich nur eine, das gibt's nur, ne?
drei gesprochen, Wally, ne, und Haggis mit Mann, Alan Young. Der gute Hacken, oh, der gute, ne, das ist Geisterbräutigam, aha. Aha, Kenny V-Zahn, ja, der war einmalig, ne, Rattenmann, okay. Madame X-Sema, ne, Kutterköter. Captain Blondbart und Kraft, genau, ah, der Kraft, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Richelieu und der fliegende Waliser waren eine Stimme, ah. Cabanne-Junge und Lafus, okay. Zitronenbirne und der zweite Pirat, Schlappi Cromwell und der Schneehörnchenverkäufer waren auch eins. Griswold Meister, super, okay. König André und Pirat 3. Voodoo Mama, natürlich einzigartig. Ne, Placido und Pirat 1 war, okay. Doppelt besetzt. Geisterbraut. Mr. Fossi, ne. Wir erinnern euch, der total durchgeknallte, ne. Stan ist natürlich auch Mord. Stu Boyle und Pirat 4, okay. Pirat 5, Pirat 6. Fetter Pirat. Dünner Pirat. Striche, ganz viele Punkte, ganz viele zusätzliche Designs, okay. Meine lieben Leute. Das war dem Monkey Island 3 gewesen. Ja, das finde ich gut, ne? Das. Ich weiß nicht, wer bei mir, von euch, bei mir, ne, Euro Truck Simulator aktuell schaut. Da gibt es ja auch die wunderschöne Playliste von Guybrush Threepwood als Musik, ne? Das musste ich machen, ne? Wenn ich schon in so eine Monsterkarre einsteige, dann will ich auch gut unterhalten werden, ne? Ja, hier laufen sie durch, ne? Die Credits. Wir haben es geschafft, die Leute. Und ich habe jetzt alle drei wirklich richtig geilen Monkey Islands auf meinem Kanal vertreten. Das finde ich sehr, 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 sehr gut, liebe Leute. Dum, 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 dicke, dicke, dicke. Ja, liebe Leute, ihr wisst, ich feiere das Spiel, ich feiere die Musik, ich feiere Monkey Island 3. Es ist, wie gesagt, es gehört, glaube ich, zur Top 3, habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, es ist sogar mein Lieblingsspiel. Also es ist, auf jeden Fall, ich liebe es. Ich liebe die Story. Eine Schwäche hatte es gehabt, das habe ich ja gesagt, mit dem Stan, mit der Lebensversicherung. Aber das ist das Einzige. Es ist halt Stan, kann man durchgehen lassen. Aber ansonsten, die Grafik, liebe Leute, ich liebe diese Grafik, diese Comic, ich liebe die Stimmen, auch der Dominic Amado, das so toll eingesprochen, ne? Und Elaine, unsere Süße, ne? Und Murray, ach, ich könnte jetzt anfangen zu schwärmen, aber ne, es ist toll, es ist ein tolles, wunderbares Spiel und ich bin sehr froh, dass ich es gespielt habe, ne? Mehrfach jetzt, ihr wisst ja, es ist nicht das erste Mal, ne? Und die Musik und ach, bam, 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 bam. Wie viele Leute immer dran beteiligt sind, ne? Das ist, das ist einfach, ja. Ich liebe es. Was soll ich sagen? Ich liebe Monkey Island, ne? 3 und... Es gibt ja auch noch einen fünften Teil, der soll ganz gut sein. Den vierten hatte ich auch damals, habe ich auch gespielt. Den werde ich aber auf keinen Fall let's playen. Könnt ihr bei Gronkh gucken, der hat das gemacht, der ist durchgezogen, eisenhart wie er ist, ne? Ich war damals echt super enttäuscht, als sie echt auf 3D gegangen sind. Ne? Das konnten sie mit Manny Calavera gerade noch machen, aber alles andere... Außer Manny Calavera, ein Adventure muss für mich 2D haben, sonst gehen sie auch mittlerweile wieder darauf zurück, das finde ich sehr gut, ne, und ja, Guybrush Threepwood. Den fünften könnte man sich nochmal angucken, ich habe ihn eigentlich noch nicht gespielt, also das wäre ein absoluter Blind Run, aber jetzt will ich erstmal ein paar andere Sachen antesten und insofern, ne. Coole Musiker. Oh, liebe Leute, ihr wisst das, ich bin ein totaler Monkey Island Fan und ich kann mich gar nicht trennen. Ich bin traurig, dass es jetzt wieder durch ist, ne? Und machen wir mal ein kleines Fazit zum Spiel, ne? Also Fazit, Daumen rauf, Daumen rauf, Daumen rauf. Es gibt nichts Schlechtes an diesem Spiel. Das Spiel ist von vorne bis hinten perfekt. Finde ich zumindest. Alleine auf Plunder Island, ne? Captain Blondbart und ach, die Piratenfriseure. Ach, das ist die Gefahrenbucht, ne? Wir haben auch die Voodoo-Mama wieder gesehen. Das ist,
Placido Domingo im Theater mit Shakespeare, ne, und hier, ne, Schlappi Crom, ach, es war, ne, und dann natürlich ein ganz großes Kino, ne, das Beleidigungsflechten, ich glaube, ich habe 4 Parts gebraucht, also 3,5 Parts, einfach geil, ne, es ist einfach, es war zwar schon aus dem ersten gecovert, aber es war halt jetzt mit, es war toll, ne, und dann natürlich jetzt hier auf Blood Island und dann hinterher nochmal auf Big Whoop, es ist, also, meine Leute, ich liebe dieses Spiel, ich liebe die Musik, ich liebe das Ambiente, ich liebe die Story, ich liebe einfach alles. Und ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen rüberbringen, meine Liebe zu diesem wunderbaren Spiel. Ganz besonderer Dank an Mr. George Lucas, gewidmet zur Erinnerung an Brad Barrett. Bin ich ehrlich, sagt mir jetzt nichts der Name, hat wahrscheinlich auch irgendwas mit Monkey Island zu tun gehabt. Der Jahrmarkt ist toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt. Heißt natürlich Fortsetzung, wie wir wissen. Wird sie kommen. Na, aber wie gesagt, den vierten Teil werde ich nicht spielen. Ich werde es erstmal Monkey Island technisch. Also die Spiele, die mir wirklich was bedeutet haben von Monkey Island 1, 2, 3, sind jetzt auf meinem Kanal und das freut mich wirklich sehr. Und ich möchte mich an dieser Stelle jetzt mal ganz herzlich bedanken, dass ihr so treu die Sache verfolgt habt, auch viel Spaß dran hattet. Ne? Das macht mir natürlich dann immer einen Doppelspaß, wenn die Leute auch wirklich dann Spaß haben und das gucken. Ne? Und Monkey Island, The Curse of Monkey Island, hier lest das nochmal, ne? Hier ist so sieht man mein Bild aus, ne? Hier, dann, hier war dann das kleine Fenster, ne? Und hier in dem ganzen Teil war dann das große Fenster, ne? Weil ich nehme das über OBS auf und das ist, deswegen bin ich gelegentlich mal rausgerutscht, ne? Im Eifer des Gefechts passiert das schon mal. Ja, aber ne, liebe Leute, ich bin, ja, es ist durch, liebe Leute, es ist durch, es ist vorbei. Time to say goodbye. Und das ist, ja, liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Adventure auch wieder dabei, ne, wenn es heißt, ne, Spielkind, ne, versucht sich mal wieder, ne, allerdings das Ding kannte ich ja jetzt. Die ganzen anderen kannte ich auch nicht ganz, also den zweiten kannte ich nicht ganz so wirklich gut. Wir sind aber trotzdem durchgekommen und den ersten kannte ich natürlich auch sehr, sehr gut noch, ne, und ja, den dritten kannte ich jetzt, ne, hätte ich mitsprechen können, ne, habe ich mich zurückhalten müssen. Aber ja nun, es ist geschafft, vollbracht. Ne? Und liebe Leute, nochmals vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Eines der schönsten Spiele, die je programmiert worden sind, wie ich finde. Und vielleicht sehen wir uns in ein oder anderen Let's Play nochmal wieder. Und ich würde mich freuen. Liebe Leute, in diesem Sinne nochmal ab in die Rinne, Freunde. Halt dich wacker. Ciao, ciao, sagt euer Guybrush. 45.